Was ist mit ihm? In seinem Gehirn finden gerade massenhaft unkontrollierbare elektrische Entladungen statt. Die führen zu ununterbrochenen klonischen Anfällen. Kannst du was dagegen machen? Weiß ich nicht. Gut, festhalten. Versuchen wir, ja. Sedieren Sie ihn, Snow, na los. Komm schon, komm schon. Die Diazepine, das müsste funktionieren. Na, endlich. Was ist? Könnt ihr das erklären? Was ist hier los? Wo zum Teufel bin ich? Sisko! Es ist die Zeitachse. Was? Was meinen Sie damit? Als Sie Reverse Flash geschnappt haben, haben wir die Zeitachse zerrissen. Deswegen das ganze Blut und die Anfälle. Verstehen Sie? Sisko erfährt gerade die Auswirkungen der Veränderungen der zeitlichen Abläufe. Der Veränderung der Vergangenheit und der Gegenwart. Deswegen passiert das hier. Wir müssen sofort was unternehmen. Was? Wir müssen die Zeitachse wiederherstellen, Barry. Sie müssen Reverse Flash wieder zurück in die Zukunft schicken. Und zwar so schnell wie möglich. Was? Barry! Ich hab ihn gerade geschnappt und Sisko soll ihn wieder laufen lassen? Wenn Sie ihn hier behalten. Wenn das der einzige Weg ist, ihn zu retten, dann musst du es tun. Du musst Zorn gehen lassen. Ich kann nicht. Ich hab den Tachyonenantrieb zerstört. Die Speedmaschine erreicht nicht mehr die nötige Geschwindigkeit, um ihn nach Hause zu schicken. Sie können es. Was? Ihr Tempo, gepaart mit Thorns Tempo, reicht, um ihn durch das Zeitkontinuum zu katapultieren. Sie schaffen das. Na gut, versuchen wir es. Na los. Zeit, sie heimzuschicken. Das Zeitparadoxon. Ja, ihr habt da etwas heraufbeschworen, das ihr nicht versteht. Tun Sie mir einen Gefallen. Halten Sie die Klappe. Und wie genau wollen Sie mich nach Hause schicken? Muss Sie nicht kümmern. Sie haben Dr. McGees Tachyon-Gerät repariert. Nein, ich habe eine andere Methode gefunden. Ist das so? Aha. Wer sind Sie? Niemand von Bedeutung. Nein. Das bezweifle ich. Ich gewinne schon wieder. Sie müssen ihm nur genügend Schwung verpassen, um ihn an der Raumzeitbarriere vorbei zu befördern. Alles klar. Hey, hören Sie mir zu. Thorn weiß über Sie Bescheid. Genau hier. Genau jetzt. Genau hier erfährt er von Ihnen allen. Auf diese Weise erfährt er von Starlabs und er erfährt von mir. Harrison Wells von dieser Erde. Und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann. Es gibt nichts, was Sie dagegen tun können. Das hier ist seine Entstehungsgeschichte. Und sie wird passieren. Völlig egal, was Sie tun. Aber genau hier, genau jetzt, schicken Sie ihn wieder in seine Zeit zurück und retten damit Ihren Freund. Sie können Sisko retten und ihr Leben weiterleben. Ich sehe da noch einen Vorteil. Du kannst ihn endlich hinter dir lassen. Auch wenn ich ihn 3 Jahrhunderte in die Zukunft werfe, er bleibt immer ein Teil von mir. Ich schicke dich wieder dahin, wo du hingehörst. Wir sehen uns bald wieder, Flash. Ich weiß. Und ich werde jedes Mal bereit sein. Geschafft.